Und bevor ich jetzt gleich mit den Vertretern der Bürgerstiftung spreche, Herr Fröhlich, wir haben es ja schon gehört, die Genossenschaftsbanken sind ausgezeichnet worden sozusagen mit der Ehre, dass es jetzt das Jahr der Genossenschaftsbanken ist, von der UN ausgerufen. Das hat, glaube ich, lockere 150 Jahre gedauert, bis das passiert ist, aber wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht mit an der Finanzkrise beteiligt waren, wenn ich das richtig weiß. Die Frage ist natürlich, wann gibt es das Jahr der Bürgerstiftung? In wieder 50 Jahren, irgendwie so 2064 oder so? Frau Elis, es wäre schön, wenn wir sogar ein internationales Jahr der deutschen Genossenschaftsbanken hätten. Aber wir haben in der Tat das internationale Jahr der Genossenschaften. Ja. Und Ban Ki-moon, der UN-Generalsekretär, der hat das damit begründet, dass eben wirtschaftliches Handeln, erfolgreiches wirtschaftliches Handeln und Nutzen für die Gesellschaft durchaus zusammenkommen können und hat eben die Rechtsform der Genossenschaften. Und das sind in Deutschland viel mehr als die Kreditgenossenschaften und natürlich weltweit, wir haben es gehört, 800 Millionen Menschen, Herr Bönke, Sie haben die Zahl gebraucht, sind Mitglied bei Genossenschaften weltweit, auszeichnen wollen in der Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft weltweit. Und wenn wir heute hier über die zahlreichen erfolgreichen Bürgerstiftungen gehört haben, dann bin ich sicher, dass irgendwann ein UN-Generalsekretär auch für die Bürgerstiftungen sich einsetzen wird und vielleicht dann auch ein internationales Jahr der Bürgerstiftung ausrufen wird. Ich denke mal, wir handeln lokal, wir handeln national und wir werden zunächst als genossenschaftliche Finanzgruppe alles daran setzen, dass das Tun der Bürgerstiftung in Deutschland weiterhin erfolgreich vonstatten geht. Und von daher ist unser Engagement für die Zukunft gewiss. Und wenn das jetzt wieder, der Applaus ist wichtig, und wenn das jetzt wieder 150 Jahre dauert, könnte man dann vielleicht davon ausgehen, dass es dann Bürgerstiftungsbanken gibt? Nun, das sind wir ja indirekt schon als deutsche Genossenschaftsbanken. Sie sehen ja das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen in den Bürgerstiftungen und ich glaube, das passt hervorragend zusammen, wenn ich allein die Kategorien für die Preise heute sehe, mitbestimmen, mitgestalten, das ist auch das Motto der Mitglieder bei unseren Genossenschaftsbanken und überhaupt bei deutschen Genossenschaften. Das passt zusammen, das bleibt zusammen. Dankeschön. Jetzt darf ich noch mit den Vertretern der Bürgerstiftung sprechen und zwar Herr Himmelsbach. Und Herr Himmelsbach, Fütterer und Herr Egerter, wer möchte denn anfangen und mir verraten, was jetzt nun mehr gebracht hat, die Bärchen oder die Weinprobe? Na, das war ganz eindeutig die Bärchen. Die Weinprobe hat Sympathie gebracht, aber finanziell war es nicht ganz so lohnend. Aber insgesamt haben wir unser Ergebnis. Also reden wir in Form von 100.000, wenn es nicht ganz so lohnend war. Nein, also ich muss schon sagen, wir haben ja über 1.400 Spenden bekommen. Da waren viele Kleinspenden, sehr viele Kleinspenden, aber wir haben natürlich auch Großspenden, 100.000 Euro Spenden. Die Bärchenaktion hat 50.000 Euro gebracht. Also es war ein schönes Mixtum, das zusammen zu diesem Ergebnis geführt hat. Ist wirklich eine sehr beeindruckende Summe in so kurzer Zeit. Das muss man wirklich nochmal sagen. Da ist man natürlich wirklich auch sehr neugierig, wie Sie das geschafft haben. Was haben Sie denn jetzt mit dem zusätzlichen Geld, was nun heute in die Kasse gekommen ist, vor? Ich muss sagen, vor 3 Jahren war Professor Pfeiffer bei uns in Heilbronn. Und da können Sie sich vorstellen, dass wir einen großen Geldbedarf haben für die Gewaltprävention vom Kindergarten bis in die Schulen. Okay, möchten Sie es ergänzen? Nein, es ist einfach ein tolles Ergebnis, Sie sagten es. Und was jetzt wirklich gemacht wird, es ist ja vorher rausgekommen von der Laudatorin, dass der Gaffenberg eben zu Heilbronn gehört, wenn jedes Jahr seit 50 Jahren oder noch länger dort Kinder untergebracht werden, dann ist es eben wichtig für die Bürgergesellschaft. Und deswegen ist auch ein Oberbürgermeister stolz darauf, dass dieses gelungen ist. Und das heißt, das bleibt jetzt einfach in der Betreuung, in der Förderung und so weiter. Was macht den Gaffenberg so besonders? Also nicht alle kennen den ja. Ich zum Beispiel kenne ihn nicht. Ich kenne zwar Heilbronn, aber nicht den Gaffenberg. Na gut, es ist Kult geworden, dort zu sein. Und der eigentlich vorgesehene Laudator, Herr Sommer, bin ich ziemlich sicher, dass er auch dort mal war, weil jeder Heilbronner eigentlich irgendwann mal in seinem Leben einmal oder mehrfach dort seine Ferienzeit, seine Freizeit verbracht hat. Und es ist vorher ja gesagt worden, dass alle bürgerschaftlichen, also von ärmeren Kindern bis Kinder aus gut situierten Familien dort zusammenkommen, behinderte Kinder zusammenkommen. Und das macht die Güte eigentlich des Gaffenbergs aus und die Qualität. Vielleicht hat Herr Sommer ja sogar seine Inspiration für seine Bücher dort bekommen, ne? Hätten wir ihn noch mal heute fragen können, weiß ich jetzt wirklich nicht. Nehmen Sie auf jeden Fall viele Grüße mit und gute Besserung und herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie und weiter so, kann man nur sagen. Danke.